The third place and the bronze medal goes to Sandro Perano, Switzerland. From the beautiful mountains of Switzerland, number one gold medal for Switzerland. Congratulations. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Switzerland. Jerome, herzliche Gratulation. Du bist jetzt europäischer Jugendolympiasieger. Was ist dir durch den Kopf, als erster durch das Ziel gefahren bist? Ich habe mir einfach gedacht, es ist super, dass ich hier eins gewonnen habe. Das Ziel, das ich erreicht habe, eines von einigen Zielen dieser Saison. Und ich habe einfach gedacht, wow, super Gefühl. Du warst sehr souverän den ganzen Tag. Hast du im Vorhinein schon gedacht, dass es für Gold langen könnte? Nein, gedacht habe ich es nicht. Ich habe mir schon mal ein bisschen ausgemalt, wie es wäre, aber denkt wirklich an es nicht. Es ist umso schöner jetzt, dass ich Goldmedaille gewonnen habe. Ja. Jetzt du startest auch noch am Donnerstag im Alpinen Rennen. Was darf man da von dir erwarten? Ja, bitte nicht zu viel, weil Alpin ist jetzt meine Stärke. Ich fahre es mit, aber wirkt wahrscheinlich nicht so gut wie das Bordercrossing. Wie erlebst du dort die Stimmung am European Youth Olympic Festival in Brasov in Rumänien? Die Stimmung hier ist wirklich super. Es ist auch im Bordercross. Ich habe noch nie so viele Zuschauer erlebt bei uns an den Rennen. Ja, es hat mich richtig beeindruckt, wie viele Zuschauer gekommen sind. Auch jetzt bei den Siegern. Da waren wirklich ein paar Leute dort. Und ja, hat mir Freude gemacht. Wie erlebst du die Stimmung im Team, im Swiss Olympic AOF Team? Ja, es ist super, mal neue Gesichter kennenzulernen von anderen Sportarten. Da haben wir uns im Bordercross alle ziemlich gut kennen. Und jetzt kennen wir auch mal die anderen Sportarten, mal wie Langlauf, Biathlon, Eishockey. Ja. Jetzt eine Medaille hängt um deinen Hals. Was ist dein nächstes grosses Ziel? Wie geht es jetzt bei dir weiter diese Saison? Mal diese Saison mal sicher Junioren-WM. Wäre schön, Top 10 sicher zu fahren. Und dann mal Weltcup-Qualifikation schaffen. Wäre sicher super. Und ja, Schweizer Meister. Wäre auch cool. Ja. Ganz herzlichen Dank und wir drücken dir die Daumen. Danke vielmals.